If you must take your chances with the siren, then have this. It may be of some. Noch mehr. Boah. Eisnova, Feuerregen, Lichtbogen. Da, Lichtbogen, das ist das, was ihr wolltet, ne? Dann nehmen wir den Lichtbogen. Verkaufen wir mal den ganzen Quatsch. Auf jeden Fall hier diese Elementarüberladung haben. Das Leben, das passt. So. Dann noch auf E den Feuerball. Den können wir eigentlich, haben wir jetzt ersetzt durch diesen Lichtbogen, wie im Chat vorgeschlagen. Verkettung. Okay. Kalt AOE Damage. Gut. Dann Marvels Kaverne. Genau, dann machen wir weiter. Mehr Weils, mehr Weils, wie auch immer er ausgeschrieben wird. Und natürlich Blitzschaden, klar. Also kein Feuerschaden mehr, sondern Blitzschaden. Das heißt, mein Gear werde ich dementsprechend auch anpassen. Ja, auf Feuer, sondern auf Blitzschaden. Wie es abgeht. Alter, das ist ja mega. Wer will mir denn noch was? So, bin ja jetzt mega mächtig. Mal ein Spell ausgetauscht. Schon OP. Hat er gerade 4 von den Dingern erschaffen? Das ist ja mega Imba. Ist das Imba oder gibt es noch viel krassere Fähigkeiten später? Also wahrscheinlich. Kombinationen hinterher macht es wahrscheinlich noch viel krasser. Aber das ist ja. Ist ja schon krass. Okay. Kurz vor Akt 2. Ey, wie geil ist bitte dieser Lichtbogen, die Lichtbogenfähigkeit. Weil es auch geht. Nicey, nicey, nicey. So. Was? So, wir haben hier schon. Wir machen es einfach mal. Wir vergleichen es einfach mal. Das sind die. Sind rechts ist alt. 12% Angriffsgeschwindigkeit. Okay. 30%, das bleibt 10% beim. Das ist quasi
Er ist etwas schlechter. Also er hat 1% weniger Angriffsgeschwindigkeit, aber sonst haargenau das gleiche. Und, was hier aber geiler ist, er hat hier diese Verkettung. Da gehen wir auf jeden Fall drauf. Da kann man nämlich auch gleich noch lustige Gems kaufen. Duresso gave me the gem, kissed me, promised that he would be by my side forever. I sang for him. I sang for Oriath with his gem at my throat. Kalisa's gem. Kalisa's voice. I sang in her echo, performing arias that had once made the Empire weep. I listened to Kalisa's lullabies in my dreams. I gave myself to her music, mind and body. Duresso left me for Sarn with a... Nein. Duresso gave me the gem, kissed me, promised that he would be by my side forever. I sang for him. Okay. So, ich soll mir noch Blitzschadenunterstützung machen. Ja, das mache ich gleich. Ich weiß ja, dass ich jetzt gleich noch in die Stadt komme. Und dann werden wir uns noch zwei grüne Fähigkeiten für Unterstützung holen. Aber korrigier mich, das passt doch nur, wenn wir das dann hier reinmachen, ne? Oder? Oder zählt das dann insgesamt? Ich geh jetzt erstmal in die nächste Stadt. Und dann gehen wir nochmal zu Nessa. Deinem Skill-Ding, genau. Aber dann muss ich die beiden ja rausmachen. Ja, wir machen erstmal Feuerball, um den noch mal zu verwenden. Machen wir hier unten rein, dann können wir den vielleicht gleich noch verstärken. Moin Sanis. Also gibt's auch Unterstützungsgems, die mir quasi eine Aura machen. Und dann meinen Blitzschaden einer anderen Waffe unterstützen. Gibt's sowas? Oder müssen die dann immer verlinkt sein? Klarheit, jawohl. Klarheit mache ich mir gleich. Ich gucke gleich an. So, jetzt wechseln wir aber erstmal noch hier diese Befestigung. Ey, wie geil ist bitte diese Lichtbogenfähigkeit? Ich schnetzel ja alles kaputt. Ich war hier nicht mal drin und ist schon alles kaputt. Da steht Elementarschaden. Super. Hä, wird er noch geheilt? Ja. Doch, der wird noch irgendwo geheilt, oder? Thank you.
So, warum? Mann. Den gerade in Akt 6 können Sammlermittel, wenn du willst. Ja, nein. Also ich will dieses Spiel nicht durchwaschen. Ich will schon ein bisschen. Ich komme gern drauf zurück, wenn ich ein bisschen weiter bin. Aber wenn mich einer durchzieht, kriege ich halt auch wenig mit. So, guff. Yeah, find things out. Everybody loves Hogarth. Uff und Tora. Information über Befestigung. Tora, wo ist denn das? Ist wahrscheinlich dann Tora. Keep your word or lose your head. Ich hab's ja schon. Ich hab den ersten Akt schon mit Kumpels gespielt und ja, man geht zu schnell, man kommt zu schnell durch und liest weniger und kriegt weniger von der Story mit. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, den Streaming zu machen und mache das quasi als Videoreihe auf YouTube, um einfach mal mehr von dem Ganzen her mitzukriegen. Und die Tipps werde ich auch nur vom Stream oder von den Kommentaren auf YouTube lesen. Ich werde nicht selber googeln, sondern alles selber entweder erspielen oder mit den Tipps aus den Chats weiterspielen. So, jetzt gehen wir mal zu Nessa. Erstmal hier alle abklappern und ja, wir gehen erst zu Nessa. Schauen uns mal Klarheit an. Wenn ihr selber streamt, lasst gerne ein Follow da. Ich follow euch dann auch und schaue mir gerne eure Streams an. Ihr seid sehr hilfsbereit. Vielen Dank nochmal dafür. So, Nessa. I thought you were a fool for seeking out Mervale. A fool in love with death. Now, I don't know. Still, you've delivered this coast from the terrors that long held sway here. We may now find some respite and that's more than any of us could have hoped for. But please. Consider this. What have you become when even the gods fear you? Dann bin ich wohl echt krasser Typ. Quite the lady killer, aren't you? That singing squid didn't stand a chance. Knew it from the first time I saw those sharp peepers of yours. Pirates notwithstanding, I thank you on behalf of all the fallen brethren of the waves. Now. And so your path leads you here, exile. Be careful where you step. Damn me. I didn't think it possible. All these souls Mervale and her brood have consumed over the years. You've done right by those that... Okay, ich sehe gerade, ich muss alles einmal killen. So. Schwaches Gift. Kann ich nicht hochskillen, weil mir fehlt Geschicklichkeit. Nee, wenn es schwieriger wird, ich bin schon ein Gamer aus Leib und Seele. Also wenn es schwieriger wird, dann stelle ich mich der Herausforderung auch. Ich habe auch, wie gesagt, ab späteren Zeitpunkt keine Probleme mehr, mit euch zusammen zu spielen. Nur will ich jetzt den Anfang mal ein bisschen, einfach das Spiel mal ein bisschen kennenlernen. So, Nessa kaufen. Den verkaufen wir auch. Gegenstände kaufen. What the fuck? So. Unterstützungsscans kann ich nicht machen, weil mir Geschicklichkeit fehlt. Brauche ich als Hexer Geschicklichkeit? Oder einfach Intelligenz für mich, das Nonplusultra. Ja, brauche ich. Das ist schlecht. Habe ich nicht.
So, jetzt holen wir uns mal gerade hier die Aura. Ja, da ich noch nicht wirklich weiß, wo ich hin will, ist das eher eine allgemeine Frage. Ja, ich merke schon, die Komplexität kommt so langsam. Also in Flammen, was wollte ich? Wir wollten uns die Aura mal angucken. Wie heißt das? Klarheit. Klarheit suchen wir jetzt. Gewittersphäre, bla bla bla. Fernmine. Was ist hier alles für Spells gibt? Unglaublich. It. Ah, danke für den Tipp. Klarheit, ne? Ah, danke für den Tipp. Das ist natürlich viel einfacher. So, zaubert eine Aura, die euch eure verbindende Mana-Generation Radius in eure verbindende Mana-Region. Okay. Also gibt es quasi später auch Auren, die Blitzresistenz und so erhöhen oder ähnliches. Aber eine Aura. Die Aura nehmen wir mal mit. Feuerball brauchen wir im Moment nicht. So. Gegenstand kaufen. Auch irgendwas. Klarheit. Klarheit, ne. Kann nicht. Stützt nichts. Okay, sehr cool. Es gibt später auch Auren für Damage und für Resistenzen. Cool, dann sind wir hier soweit fertig. Nee, ich glaube nicht. Yes. Ich glaube, ich habe mir diese Blitzschaden-Support. Bombarriere, Banken, Funken. Zusätzlicher Blitzschaden wahrscheinlich, ne? 2, 3, 4, 1, 2, genau. Okay, soll ich das jetzt mit Arkane Woge tauschen? Okay, den hole ich auf jeden Fall mal. Weil wir haben jetzt einmal Phantasma bei Tötungen. Arkane Woge. Okay. Okay. Hier wird gerade ganz viel geschrieben. Ich erstmal hinterherkommen. Also, ich mache jetzt erstmal hier das da rein, ne?
Also den Lichtbogen mit Arkane Woge und zusätzlicher Blitzschaden. Dann habe ich hier die Unterstützung noch frei. Die mache ich dann zu den Zombies. Mach Entflammen beim Flammenspurt dabei. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Hier brauche ich noch mehr Intelligenz. Was haben wir denn? 105 Intelligenz, ich brauche mehr Geschick. Intelligenz, ich brauche mehr Geschick. Okay. Jetzt mal einen zweiten Arc und reden mit den allen. Ich werde mir später auch noch andere Sachen holen. Ich würde nur gern ein bisschen vorankommen erstmal. I've seen many an exile come and go, into the forest or into the ground. You seem different somehow. Different good, different bad, it's hard to tell at this stage. Those bandits you've encountered out there, they're the dregs of Oriath. And with any foul broth, the nastiest chunks bubble to the surface. The lords of Larceny, Oak, Creighton, and Alira, the self-appointed monarchs of the forest, Creighton in the east. Fare you well. I am Grust. I hunt boar, hunt to feed my people. Hat den geilen Akzent. You are not a friend to us. You'll need to run faster than boar. I am Yina, keeper of the spirit. Are you a kind exile like Eremir? He is good to us, helps us. Klar, ich helfe euch. Hunts us in her dreams, a great white beast, tortured and maddened by bad men, a long time gone. She will come here one night to tear, crush and eat. Her pain tells her to stay true. You and me, we are the same. Das ist bezweifelig, dass wir gleich sind. We find new places. Ich bin eine Hexe und du bist gelber stories are Troll. About us. I learn the words, the ways of Oria. You listen to me and not Piggy. The road, it runs east and west of here. To the west it passes the bandit woman's camp. Then turn south to the sea. But you say it is now blocked. I have seen it. So. Heißt. Kano. Okay. Dann geht's einfach weiter. Heißt zur Höhle. Brücke, Westland oder Fluss. Westwald. Heißt nach der Westwald. Okay. Ist egal, wo ich lang gehe? Nein, nicht, ne? Geht einfach mal hier runter. Also, weiter wie hier war ich jetzt noch nicht. Also, jetzt spiele ich wirklich auch wieder blind. Den ersten Tag habe ich, wie gesagt, schon mit Freunden mal durchgerusht, um einfach das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. So, was habe ich jetzt hier? Achso, die Aura. Bleibt die ewig? Ah, nice. Okay. Ja, cool. Habe ich jetzt hier Wasserei für Ladung? Ah, das müsste das sind kahle Woge, oder? Ja, das macht kahle Woge. Sehr echt übel, was die dann Welt raushauen. So, wo muss ich überhaupt hin? Westwald muss ich. Ich
kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn man mit mehreren Spielern spielt, Supporterklassen ziemlich cool sind, die mehrere Auren dann zaubern können. Das macht wahrscheinlich einiges aus. Wahnsinn, was das an Schaden macht. So. Ach, guck mal. 30 zu Geschick. 30 zu Stärke, hier gehen wir auf jeden Fall hin. Dann haben wir, können wir nämlich da nachher schön Geschicklichkeitsgems. Okay, Level 70. Nice, nice, nice. Habe ich denn jetzt Phantasm drin? Phantasma bei den Zombies finde ich nicht so cool, ehrlich gestehen. Postbombe. Auf irgendeine aktive Fähigkeit nachher wieder machen. Weil es hat ja bei dem Light beim Lichtbogen so viel von den Kreaturen geschaffen. Unfassbar. Also dieser Spell ist echt übel. Okay, jetzt mal eine Frage. Die einmal runter und einmal hoch. Ja. Schon mal ein Punkt. Karawan. Ah, ne. Hä?
Okay, erstmal die ganzen Mobs hier außen clearen. So, wie auch direkt hier gelbe die ganze Zeit sind. So, einreißen, einreißen. Wie geil, ey, man muss sich überhaupt. Also, da muss man wirklich nicht mehr einzelne Sachen anklicken, weil der Spell einfach alles angreift. Akku. Hatten wir Akku schon? Ich glaube, Akku hatten wir noch nicht. Au, Akku ist ganz schön stark. Oh, Junge, Junge. Ab geht. Boah. Hab ich gerade geblutet? Schon wieder Leo. Leo ist ganz schön böse. Okay. So. Leo. So, werden die stärker, wenn ich die update oder befördere? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. I make it my business to retain the ability to kick someone out of the rosters entirely. Akku wird aus dem unsterblichen Syndikat entfernt. Will ich ja nicht. Oder? Will ich das? Warte mal. You fight well in a cage. Let's see how you live in one. I know when I am defeated. Not every 12 Informationen über Befestigung, das nehmen wir. Should it. Okay. Le Samuel. Danke für den Hinweis. Das heißt, das hat wirklich auch ein. Das, was ich hier mache, hat auch wirklich Auswirkungen. Consider us even. Einhandschwert brauchen wir nicht. Den Spalter brauchen wir auch nicht. Nicht. Die brauchen wir. Brauchen wir. Die lassen wir mal offen. Haben die hier. Die sind ganz cool. Okay, weiter geht's. Wir wollen hier unten. Der Westwald. Da wollen wir hin. Dann gehen wir auch dahin. Okay, die werden auf jeden Fall stärker und die Belohnungen werden besser. Okay. Wieder was gelernt. Öffnet den blockierten Pass. Ah, das ist die Rückseite von dem, wo wir vorhin ausgesperrt wurden, wahrscheinlich. Oder die andere Seite, sagen wir es mal so. Ja, der Amulett. Was? 20 Geschicklichkeit? What? Vielleicht nachher wichtig. Wobei wir. Moment. Also,
Macht es Sinn, wenn ich jetzt dieses plus 20 Amulett mir anziehe und nachher in dem Fähigkeitsbaum die Stärke hole, um beide ein bisschen mehr zu haben? Explodiert? Really? Schon wieder. Und wieder dieser Guff. Das sind immer die gleichen im ersten oder zweiten Akt. Grand. Auf die Mütze. Okay, ich finde ihn jetzt schon ziemlich stark. Ich gleich gucken, dass ich den nicht noch stärker mache. Erstmal nicht. Ja, echt aufpassen. Weil er anklickt. Ah. Oh, Guff. So, macht Sinn, die aus dem unsterblichen Syndikat zu entfernen. Ich nehme da mal stark an, dass die dann nicht mehr kommen, ne? Also wenn ich den jetzt hier entfernen würde, ist der wahrscheinlich... Kommt der wahrscheinlich nicht mehr, ne? Macht das Sinn? In irgendeiner Form? Nochmal verhören. Macht es in irgendeiner Form Sinn, die daraus schmeißen? Oh, wir gehen jetzt gerade so Level 8. Den Quest abgeben. A stranger like no other faced the wall of the Umbra, opened a pass in a sorry land. There, thought you deserved one of my finest poems. Yeah, nice.